Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, der uns heute der Weihnachtszeit entsprechend zu einer Grundsatzfrage führt. Hat der Himmelvater all das, was wir auf seiner Erde erleben, wirklich so gemeint? Zwei meiner Gäste beziehen diese dringliche Anfrage direkt auf Gottes irdische Stellvertreter. Der Vatikanexperte Andreas Englisch beobachtet seit Wojtyla alle Päpste aus der Nähe. Der aktuelle, der himmelschreiende Missstände im Vatikan nicht hinnehmen will, der macht ihm wieder etwas Hoffnung. Andreas Salcher wagt in seinem aktuellen Buch den Blick in die Zukunft. Spielt die Kirche in 20 Jahren noch eine Rolle und wenn ja, eine halbwegs rühmliche? Mathilde Schwabeneder schrieb mit Karim El-Gohari das Buch Auf der Flucht. Sie kommt mit dem UNO-Experten Kilian Kleinschmidt, der das zweitgrößte Flüchtlingslager der Welt in Jordanien geleitet hat und nun das Chaos in Dreiskirchen bändigen soll. Die Neuerscheinungen zu Beginn. Alles muss ans Licht. Gianluigi Nuzzi, erschienen bei Ecowin. Zu haben um 21,95 Euro. Der Himmelvater, wenn es einen gibt, meint es gut mit Gianluigi Nuzzi. Termingenau zum Erscheinen des Enthüllungsbuchs Alles muss ans Licht, das geheime Dossier über den Kreuzweg des Papstes, verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Computer des allerheiligsten Rechnungsprüfers. Libero Milone wurde vom Papst Franziskus erst im Sommer zum Generalrevisor des Heiligen Stuhls ernannt, um größere Transparenz in die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Vatikans zu bringen. Während die vatikanische Gendarmerie ermittelt, schweigt die Kurie und Nuzzis Buch wird täglich aktueller. Ich konnte den Autor zum Interview treffen. Deshalb heute nur eine Buchempfehlung und damit der Tisch auch gerade steht, etwas zum Drunterschieben. Sie machen sich mit Ihren Enthüllungen ja doch erheblich Feinde. Ich lese hier, der Direktor von Radio Maria hat Sie einen Judas genannt, hat erklärt, er würde Sie am liebsten aufhängen. Wären Sie eigentlich oft bedroht? Das ist nicht einmal eine Drohung. So etwas halte ich für eine einfache Feststellung, die man nicht weiter kommentieren muss. Glücklicherweise gehört es zum Beruf des Journalisten, bei einer Recherche die Notizen vor aller Augen zusammenzutragen. Das ist unser Beruf und dieser Beruf genießt heute überall auf der Welt breiteste Zustimmung. Welche Ihrer Enthüllungen erzürnt Sie denn eigentlich am meisten? Des Kaisers neue Kleider, hat man früher gesagt. Schlussendlich kommen hier die Privilegien einer Kaste im Inneren des Vatikans zum Vorschein, was nichts mit dem Glauben zu tun hat, nichts mit der Kirche der Gläubigen, nichts mit der Kirche, die Gutes tut, der Kirche der Mission und der Pilger. Hier gibt es Fakten, Namen, Zahlen, auch von Verschwendungen, Privilegien und Unterschlagungen von Geld. Und damit breche ich ein Tabu, das es viel zu lange gab. Bis heute wurde nicht davon gesprochen. Und nun reagiert dieser Machtapparat. Und wer ist denn der größte Feind von Papst Franziskus? Der Papst sagt, um glaubwürdig zu sein, müsse die Kirche eine arme Kirche sein. Das Geld ist die größte Verführung und erlaubt, dass nun Kaufleute im Tempel dreinschlagen, die der Papst gerade zu entfernen versucht. Warum haben eigentlich die früheren Päpste auf dieses finanzielle Debakel nie reagiert? Wir waren immer an Päpste gewöhnt, die herrschten und nicht regierten. Papst Franziskus ist vielleicht der Erste, der auch regiert. Er will wirtschaften und das gut, mit Transparenz. Papst Wojtyla hatte vor allem das Ziel, sein Polen vom Kommunismus zu befreien und hat dabei viele Schulden in Kauf genommen. Papst Ratzinger war, wie mir sein Haushofmeister Paolo Gabriele gesagt hat, schlecht informiert über das, was vor sich ging und hatte offensichtlich, wie er später selbst sagte, nicht die Kraft, etwas zu verändern. Jegliche Reform der Kurie im vergangenen Jahrhundert ist fehlgeschlagen. Dankeschön, wunderbar war's. Mädchen für alles. Charlotte Roach. Erschienen bei Piper. Zu haben um 15,50 Euro.
Dass die Journalistin Charlotte Roche im Dichten nie wieder innehalten würde, haben Apokalyptiker schon vorausgesehen. Jetzt ist es wieder passiert. Statt uns erneut mit Körpersäften zu attackieren, hat sie einen besonders ermüdenden Roman verfasst. In dem wird wieder viel kopuliert, wie ich mich dunkel aus dem Halbschlaf zu erinnern glaube. So, wie man sieht, es geht immer noch ein bisschen tiefer. Meine Damen und Herren, Andreas Englisch fuhr seinerzeit eigentlich aus deutscher Sprachreise dann nach Rom. Die Kirche war für ihn uninteressant, doch das hat sich mittlerweile dramatisch geändert. Er ist einer der gefragtesten Vatikan-Experten und Autor mehrerer Bestseller. Mit 23 Jahren begann er für den Vatikan zu arbeiten. Karol Wojtyla war für ihn eine prägende Figur. Sein aktuelles Buch heißt Der Kämpfer im Vatikan und artikuliert Hoffnung in den Papst Franziskus. Gott ist nicht katholisch, also hilf dem, dem du helfen kannst, lautet das neue Credo. Wenn man es nur glauben könnte. Herr Englisch, schön, dass Sie da sind. Bitte folgen Sie mir möglichst auffällig und nehmen Sie dort in der Ecke Platz. Womit darf ich Sie denn zunächst erquicken? Ich hätte hier Rotwein. Was haben wir da? Am Blaufränkischen, an Zweigelt? Ja, ich nehme es doch gerne, wenn Sie mir den anbieten, natürlich. Zweigelt oder Blaufränkisch? Zweigelt. Schon unterwegs. Und wie mundet Ihnen denn eigentlich sehr zum Dankeschön. Wohl? Ihr Porträt, das hier der Herr Oskar Stocker gefertigt. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Also, es ist doch ganz gelungen, oder? Also, wenn Sie wollen, nehme ich es nachher mit. Ja, bitteschön. Ich fürchte, dass wir, da werden Sie wieder im Flugzeug nach Innsbruck oder wo hin wollen, Probleme haben. Fangen wir doch einmal friedlich an, lieber Herr Englisch. Ich bin gespannt, wie es dann kriegerisch wird. Na ja, kriegerisch, es scheinen ja durchaus paramilitärisch die Zustände im Vatikan sich manchmal zu entwickeln. Nicht? Sie haben das Buch dem Papst überreicht. Sind Sie auch so ihm mehrmals näher gekommen? Was ist er denn für eine Person? Also vor allem hat er sich sehr stark verändert. Also man kann das gar nicht fassen. Also ich konnte das erste Treffen mit Jorge Mario Bergoglio nach seiner Wahl eigentlich mir, das war für mich, das hat mich sprachlos gemacht, weil als ich ihn kennengelernt hatte in Lateinamerika, war das ein sehr in sich gekehrter, ein eher, wie soll ich das sagen, ja niedergeschlagener. Man hatte das Gefühl von den Zuständen, unter denen er dort litt, wirklich wie ein gebrochener und vor allem sehr dünner Mann. Der muss wirklich auf dem Weg zum Balkon nach seiner Wahl beschlossen haben, dieser Jorge Mario Bergoglio, den lasse ich verschwinden. Diesen eigenbrödlerischen, in sich gekehrten, auch, wie soll ich sagen, fast depressiven Mann, der muss weg. Und ein ganz neuer Mann muss her, Papst Franziskus, ein strahlender, die Menschen einnehmender, auch sehr viel dicker, grüßender Mann. Und dieser Wandel ist wirklich atemberaubend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das haben seine Priester eben dann ja auch geschrieben. Die haben gesagt, du hast uns 20 Jahre lang dein Lächeln verwehrt. Aha. Wie wird man bitte auf dem Weg vom Zimmer auf den Balkon dicker? Nein, ich glaube, dicker geworden ist er dann im Laufe der Jahre. Ja, aber der Jahre seiner Regentzeit. Aber dieser Wandel. Also ich hatte eigentlich erwartet, als klar war, dass er gewählt wird, dass er mit dieser typischen, ja, soll ich sagen, fast zerbrochenen, also dieser gebrochenen Art, dieser in sich gekehrten Art auf den Balkon gehen wird. Aber dass der sich dann dahinstellt und sagt, boah, la sera, also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und dann hat er das auch diese ganzen Jahre wirklich durchgehalten. Er hat einen ganz neuen Papst erfunden, hat auch einen ganz neuen Menschen erfunden. Ja, das ist bemerkenswert. Eigentlich ist er ein Rollenspieler, was Sie mir hier schildern. Ein Marketinggenie, ein Mensch, der sich eine Marke verordnet hat und die großartig durchzieht. Nein, dem würde ich widersprechen. Das hat nichts mit Marketing zu tun. Der hat eine ganz, also ich glaube, wenn Sie Jorge Mario Bergoglio kennen, dann werden Sie verstehen, das, was ihn antreibt, ist, dass er weiß, wie die Zustände in Lateinamerika sind. Der kennt die armen Menschen, der ist in diese Slums gegangen. Deswegen hat er vom Vatikan immer so viel Ärger gehabt, weil er sich immer die guten Pfarrer ausgesucht hat. Der ist in die Priesterseminare gegangen und hat gesagt, die Guten, du kommst mit mir mit und wir müssen in diesen sogenannten Villas, in diesen Armenvierteln arbeiten. Das ist wahnsinnig gefährlich, da traut sich die Polizei nicht mehr rein. Und die ganzen Flaschen, die nichts taugten oder keine rechte Lust hatten, Priester zu sein, die hat er immer in die Gemeinden der reichen weißen Oberschicht geschickt oder in die
Hochschulen unter anderem. Dann hat er immer Ärger mit rumgekriegt, weil die gesagt haben, wie kannst du sowas tun? Und er hat immer gesagt, was sollen die in den Hochschulen schon kaputt machen? Die setzen dann den einen oder anderen falschen Professor ein, ist doch ganz egal. Aber die Pfeifen kann ich in den armen Vierteln einfach nicht gebrauchen. Und dann haben die Argentinier natürlich revoltiert und haben gesagt, wir haben einen völlig durchgedrehten Erzbischof. Der greift sich immer die großen Jungs und die schickt er mir in die armen Viertel. Und wir kriegen ein Jahr nach dem anderen eine Flasche nach der anderen. Also die haben Alkoholprobleme, haben keine Recht, Lust, Priester zu sein. Und dann hat Rom natürlich Bergoglio immer wieder auf den Deckel gehauen und hat gesagt, das muss aufhören, so geht das nicht. Bis es zum großen Knall kam. Im Herbst 2012, unmittelbar vor seiner Wahl, bekam ein Emissär des Vatikans, der ist Ballestrero, den Auftrag, nach Argentinien zu fahren und Bergoglio platt zu machen. Also der sollte da hinfahren und sagen, mein lieber Herr Erzbischof, Sie müssen wie alle Erzbischöfe mit Erreichen des 75. Lebensjahr Ihren Rücktritt anbieten. Das machen alle anderen auch. Normalerweise sagt der Papst dann, ich lehne das ab, du bist so ein guter Mann, du bekommst noch ein, zwei Jahre, das ist normal. Aber diesmal kam also dieser Emissär aus Rom und sagte zu Bergoglio, mein lieber Herr Erzbischof, Sie müssen bald den Rücktritt einreichen, aber ich habe eine wichtige Nachricht aus dem Vatikan. Sie brauchen den Rücktritt nicht einzureichen, wir nehmen den bereits an. Auf Wiedersehen. Ist aber nicht ganz gelungen. Wenn er nicht im März zum Papst gewählt worden wäre, wäre er im April, Mai in Rente gegangen und hätte nie wieder etwas von dem Mann gehört. Es gibt ja durchaus Verschwörungstheorien. Ich meine, keine Ahnung, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, dass Johannes Paul I. schon das Weite hätte suchen müssen, weil er sich mit der Vatikanbank angelegt hat und so weiter. Glauben Sie, dass der Papst in Lebensgefahr ist? Also ich werde das immer wieder gefragt und es gibt sehr viele Menschen, die das glauben, dass der Papst in Lebensgefahr ist. Also ich kann Ihnen dazu nur sagen, es gibt jede Menge Menschen, die wünschen nichts anderes im Vatikan. Die wünschen nichts anderes als ein baldiges Verschwinden dieses Papstes. Da sind Sie völlig richtig, weil er einfach unglaublich polarisiert und die katholische Kirche in eine völlig neue Dimension führt. Also ein Papst, der sagt, ich will in dieses protzige Apartment nicht ziehen, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ein Papst, der sagt, ich greife selber zum Telefon, ich brauche keine Sekretärin. Ein Papst, der den Kardinälen vorwirft und sagt, die Ordensfrauen, die sind nicht dazu da, um euch die Hosen zu bügeln und das Schnitzel warm zu machen, die sind dazu da, um Gottes Wort zu verkünden. Und wenn ihr bisher es nicht geschafft habt, eure Hosen alleine auszuwaschen, dann lernt es, ich mache das auch. Also ein Papst, der den Leuten den Komfort, den Reichtum nimmt und sagt, wir müssen, um als Kirche bestehen zu bleiben, glaubwürdig sein. Wenn wir nicht anfangen, glaubwürdig zu werden, dann laufen uns die Leute in Scharen davon. Ja, kann er sich denn überhaupt durchsetzen? Das ist ja die Frage. Der hat einen riesigen Apparat. Es ist wie ein neuer Minister, der was ändern will, aber alle Sektionschefs und Ministerialräte sabotieren, wie es nur geht, und der Mann steht verloren da. Da haben Sie völlig recht. Aber er hat von Anfang an gezeigt, ich lass mich von euch nicht unterdrücken. Also das allererste Zeichen war ja, die Kardinäle haben gesagt, so hör mal zu, mein Junge, jetzt komm mal runter von deinem Baum. Du machst zwar immer so auf Armut und so, das war ja in Argentinien auch alles gut und schön, aber wir sind hier in Rom, das ist ein päpstlicher Hof. Deswegen haben sie ein Riesenkonzert organisiert. Philharmoniker, das kostete Unmengen von Geld zu Ehren des Papstes natürlich. Jetzt haben die gedacht, das kann der Papst natürlich nicht ablehnen, ist ja klar. Dann wir machen ihm mal klar, dass hier so ein höfisches Ritual herrscht. Also wenn hier so Riesenphilharmonie und das kann auch alles Geld kosten, kein Problem. Dann sitzen die alle in der Audienzhalle, alle Kardinäle, alle sitzen in der ersten Reihe und denken, das kann nicht wahr sein, der Papst ist nicht gekommen. Der ist da nicht hingegangen, hat gesagt, der Stuhl blieb leer, hat gesagt, mondäne Konzerte will ich nicht. Jungs, hier weht jetzt ein ganz neuer Wind. Und das hat sich dann durchdekliniert durch den ganzen Apparat. Also auf eine absolut mich immer noch unglaublich beeindruckende Art und Weise, weil er sich einfach von den Leuten nicht an die Kandare sparen lässt. Also was finde ich der vielleicht bemerkenswerteste Moment ist, er hat ja sich geweigert, in den apostolischen Palast einzuziehen, hat auch keine Ordensschwestern wie für Kochen, der ist in der Mensa, wie alle anderen Vatikanangestellten auch. Unten gibt es eine Mensa, da hat er jeden Komfort abgeschafft, es wird nicht mehr bei Tisch bedient, man muss sich am kalten Buffet bedienen, das ist so ein langes, kaltes Buffet. Der Papst stellt sich dort der an? Der Papst stellt sich dort an. Ist das halbwegs genießbar, wenn ich fragen darf? Es ist schrecklich. Es ist die schlechteste, bravo. Ich kenne viele schlechte Pensionen in Rom, aber das ist mit Abstand das schlechteste Essen. Kompliment. Sonntags gibt es ein bisschen gegrilltes Hähnchen, den Rest der Woche gibt es das, was davon übrig bleibt, das wird in so kleine Stückchen geschnitten und ist kalt. Es gibt ein bisschen Salat, ein bisschen gekochtes, ziemlich zerkochtes Gemüse und das war's. Das Einzige, was halbwegs genießbar ist, sind Mozzarella und Tomaten, aber die Schale ist immer sofort leer. Und wenn der Papst kommt, das wird auch nicht nachgestellt, ist das alles immer weg. Der nimmt sich immer ein bisschen Fladenbrot, macht da ein bisschen Salat drauf, ein bisschen Käse, so ein bisschen von dem Huhn, knallt das in die Mikrowelle, da steht eine Mikrowelle, das ist ja alles kalt. Das ist und ja erschütternd. Das ist erschütternd, aber wenn sich diese Mikrowelle dreht, dann hebt er mir den Blick und guckt
durch diese ganze Mensa guckt sich die ganzen Kardinäle und die ganzen Bischöfe an und guckt einen nach dem anderen ganz langsam, während sich der Teller in der Mikrowelle dreht. Und freut er sich, wie die schauen dort. Und er hat dann diesen Blick zu sagen, ihr macht mich nicht fertig. Bitte bleiben Sie hier, wir holen unseren nächsten Gast und mengen Sie sich bitte ständig weiter in das Gespräch. Alles klar. Ich danke dabei. Meine Damen und Herren, Mathilde Schwabeneder, die Rom-Korrespondentin des ORF, befasste sich mehrfach mit dem Papst, bevor sich die Themenlage für sie gewendet hat. Sie thematisiert mit ihrem Kollegen Karim El-Gohari die Flüchtlingskrise. Und zwar nicht nur die Tragödien, sondern auch die Niedertracht der Schlepperbanden. Der UNO-Experte Kilian Kleinschmidt war an den schlimmsten Krisenherden. Sein soziales Engagement entdeckte er mit 26 Jahren, als er in der Wüste von Mali Entwicklungshelfer traf. Heute ist er für die UNO tätig und berät unter anderem die österreichische Regierung in der Causa Dreiskirchen. Weil es um die Menschen geht, heißt sein neues Buch. Und es geht darum, entwurzelten Menschen wieder Selbstwertgefühl zu geben. Ein Doppelporträt zu Beginn. In Rom ist Mathilde Schwabeneder die Frau für alle Fälle und nicht nur für den ORF. Auch ihre Reportagen und Enthüllungen werden regelmäßig zum Bestseller. So schrieb sie schon über die argentinischen Wurzeln und Jugendjahre des Papstes Franziskus, enthüllte im letzten Jahr die Machenschaften und Schicksale der Mafiapatinnen und wendet sich in ihrem aktuellen Buch der Flüchtlingskrise zu. Menschen, die Opfer von Krieg und Vertreibung wurden, spielen aber schon seit 1997 eine bedeutende Rolle in Schwabeneders Leben. Damals begleitete sie einen Hilfsgüterflug in die afrikanischen Nuba-Berge und das, obwohl im Sudan Bürgerkrieg herrschte. Menschenrechtsverletzungen ans Tageslicht zu bringen, sind ihr ein großes Anliegen. Auch wenn das Berichten über die Skrupellosigkeit der Schlepperbanden und die Schicksalsschläge der Flüchtlinge manchmal unerträglich scheinen. Ähnliches trifft auf den UNO-Experten Kilian Kleinschmidt zu. Auch wenn er dabei oft sein eigenes Leben riskiert. Kleinschmidt reist von einem Krisenherd zum nächsten. Wieso er das tut, das beantwortet er bereits in seinem Buchtitel »Weil es um die Menschen geht«. Unterscheidungen wie Migrant, Wirtschafts- oder Kriegsflüchtling müssen aus unserem Denken verschwinden, fordert er. Denn Armut, Ausbeutung und fehlende Menschenrechte sind Grund genug, um aus einem Land fliehen zu dürfen. Und eines sollte man nie vergessen, warnt Kleinschmidt. In uns allen steckt ein Flüchtling. Oder kann irgendjemand behaupten, dass die eigenen Vorfahren schon seit Anbeginn im schönen Österreich gelebt haben? Zwei Menschen im Kampf für die Menschen. Herzlich willkommen. Willkommen, Servus. Tag. Womit darf ich euch denn erfreuen, getränkemäßig? Hoffentlich nicht mit Rivella. Ich hätte da einen Blaufränkischen und einen Zweigelt. Blaufränkisch? Ich auch ein bisschen. Na bitte. Meine Lieben, man lernt eigentlich in euren Büchern ganz verschiedene Typen von Flüchtlingen kennen. Bei dir lese ich von unendlichem Leid, bei Ihnen auch natürlich, aber bei dir lese ich von Menschen, die aus dem Kugelhagel fliehen, Kinder verlieren, Mütter, die sich entscheiden müssen, welches Kind sie zurücklassen. Bei Ihnen lese ich auch über Leute, die einen mit Steinen bewerfen, wenn man ihnen helfen will. Welcher Typus Flüchtling kommt denn nun zu uns nach Spielfeld? Das ist ein Typ, der heißt Mensch. Ja. Und der Mensch ist aus allem, was die Menschheit so produziert, zusammengesetzt. Da gibt es Menschen, die schmeißen Steine, es gibt Menschen, die schmeißen keine Steine, es gibt alles unter uns. Und genau das müssen wir begreifen, dass wir wegkommen müssen von diesen Kategorien. Du bist jetzt Flüchtling, dann bist du das. Mhm. Es geht um Gesellschaften, um Menschen, die sich verlagern, weg müssen, fliehen müssen. Und es geht es nicht darum, hier entweder ein zu gutes oder ein zu schlechtes Bild zu zeichnen. Es ist einfach ein Abbild von Gesellschaften, die auch sehr getroffen worden sind, auch sehr zerstört worden sind. Mhm. Stimmst du sicher zu? Es ist diese Glorifizierung von Flüchtlingen, dann sind die Leute enttäuscht und wundern sich, dass da nicht auf Knien dankbare Menschen daherkommen, die augenblicklich gerne Deutsch lernen wollen und sowas. Naja, das sind eben Menschen, die fliehen in der Regel vor Hunger, vor Krieg, vor Terror, vor Unterdrückung.
und allen sonstigen Grausamkeiten und Grauslichkeiten. Und es sind in der Regel, da werden Sie mir sicherlich zustimmen, meistens schwerst traumatisierte Menschen. Man muss sich nur anschauen, aus welchem Umfeld kommen die, welche Art von Flucht haben die zurückgelegt. Wenn ich zum Beispiel an meine Arbeit denke, ich meine, ich arbeite in Italien, das heißt, mich hat in erster Linie das Phänomen, die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, interessiert und auch interessieren müssen. Also wenn man sich vorstellt, das ist immer noch die gefährlichste Fluchtroute der Welt, über die Sahara, über das Mittelmeer. Da kann man sich vorstellen, wie schwer traumatisiert diese Menschen sind. Und in der Folge dann natürlich auch sehr oft depressiv. Und aber da kommt noch dazu, dass diese Menschen auch rebellieren gegen eine Hilfe, die oft einfach schlecht gemacht wird. Inwiefern? Das war das Thema bei uns in allen Lagern. Wenn man Lager als Abstelllager baut, wenn man Lager nicht menschengerecht zu Lebensräumen umgestaltet, dann muss der Mensch rebellieren. Und das ist ein Ausdruck der Frustration, ein Ausdruck, den wir auch machen würden, wenn wir so behandelt würden von den Helfern. Das heißt, ich muss anstehen, für Suppe zu fassen, ich muss anstehen, um Kleidung zu bekommen. Es wird meine Identität als Mensch einfach nicht mehr begriffen. Also irgendwo geht es jetzt auch darum, zu sagen, wie können wir mit Migration anders umgehen? Denn wir sind im Augenblick passiv. Wir haben anscheinend keine Pläne, wie wir das Ganze anders managen können. Wir haben Angst vor etwas Unbekannten. Wir haben Angst vor Menschen, die sich in unsere Richtung bewegen, ohne dass wir es kontrollieren. Dann machen wir es doch anders. Lassen Sie uns das managen, diese Bewegung. Und lassen Sie uns auch vernünftig mit Bevölkerung auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Hast du eine Idee, was man da tun kann? Ja, ich glaube, manchmal helfen Zahlen. In unserem Buch kommen natürlich konkrete Menschen vor. Das war unser erstes Anliegen, um zu zeigen, wer sind diese Menschen, aus welchem Umfeld kommen die und warum haben die eigentlich keine andere Chance, als zum Beispiel auf einen morschen Fischkutter zu steigen. Und ich glaube, und das ist mir wichtig zu sagen, wer so eine Reise auf sich nimmt, der hat ein Motiv. Das heißt, die Aussicht, womöglich im Mittelmeer zu ertrinken, ist immer noch weniger schlimm als das, was man zu Hause zurückgelassen hat. Ich glaube, das ist einmal ganz wichtig. Aber wenn man sich auch ein bisschen die Zahlen anschaut, und die helfen manchmal, glaube ich, um ein bisschen Emotionen auch wieder rauszunehmen aus den Diskussionen. Wir sind über 500 Millionen in Europa und wir sprechen trotz allem immer noch von einer relativ kleinen Zahl. Und wenn man bedenkt, und das wissen Sie natürlich ganz genau, wenn man zum Beispiel sich die Großregion ansieht, wo sind wirklich die Flüchtlinge? 1 Million Syrer allein im Libanon, ein winziges Land, so wie Oberösterreich. Mir persönlich, wie gesagt, ist auch immer noch sehr wichtig, dass man mehr über Libyen spricht, über die katastrophalen Verhältnisse in Libyen, wo ein Staat einfach nicht mehr existiert und daher zum Beispiel auch die Italiener oder auch die Europäer in ihren Operationen keine Ansprechpartner haben, weil es nichts gibt. Und ich glaube auch, und wir müssen uns in Zukunft noch auf weitere Flüchtlingsbewegungen einstellen, weil von Afrika sicherlich diese Bewegung nicht aufhört. Und du meinst, es ist noch Reservoir da, genügend Reservoir? Ich glaube, wenn man es mit Klugheit angeht, glaube ich schon. Ich habe zum Beispiel in den letzten Monaten auch selber immer wieder mit Demografen gesprochen und interessanterweise waren die fast immer ein und derselben Meinung. Das heißt, kurz zusammengefasst, wenn wir unseren, vielleicht sogar etwas provokant, aber trotzdem, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, dann brauchen wir sogar Zuzug. Das heißt, man muss sich natürlich etwas überlegen, das kann nicht unkoordiniert gehen, aber jetzt zu sagen, dass wir da völlig überlaufen werden, also diese Gefahr sehe ich nicht. Da sind wir beim Herrn Kleinschmidt. Was tun? Wie soll man das organisieren? Dreiskirchen ist eine wahrlich ehrenwerte Gemeinde, die nicht mehr aus- und einweist. Mit 1800 Asylwerbern, die dort in Dreiskirchen untergekommen sind. Natürlich viel mehr, die unterkommen sollten und müssen. Es ist natürlich traurig zu sehen, dass man in Europa, in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, es nicht schafft, Quartiere zur Verfügung zu stellen, auch über den politischen Schatten zu springen, um diese Quartiere zur Verfügung zu stellen. Wir erwarten von Kenia, von Jordanien, vom Nordirak, dass sie mit Hunderttausenden von Menschen innerhalb von Tagen umgehen. Wir unterstützen sie auch und es gibt auch die Logistik auf der Welt dazu. Und das vergessen wir immer wieder. Wir haben, ich komme ja aus dem System der Vereinten Nationen, wir haben das ja geschafft, innerhalb von Tagen nicht besonders gute, aber immerhin die erste Hilfe
für Hunderttausende von Menschen zu schaffen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in Pakistan auf einmal eine Welle von 2,5 Millionen Menschen auf mich habe zukommen sehen aus dem Swat-Tal. Das war ein Tsunami. Das waren die Kämpfe zwischen den Taliban und der pakistanischen Armee. Von diesen 2,5 Millionen Menschen mussten innerhalb von wenigen Tagen 550.000 in Lagern untergebracht werden. Wie macht man das? Indem man eine große logistische Maschine ins Rollen bringt. Das geht, das kann man machen. Und das müssen eigentlich jetzt auch, wenn es um die Themen wie hier in Europa geht, müsste man eigentlich hier auch aktivieren. Da arbeiten wir gerade dran. Na, was kann man in Dreiskirchen machen? Es geht nicht um Dreiskirchen, es geht darum, in Österreich Immobilien zu identifizieren, wo Menschen untergebracht werden können und Menschen würdig untergebracht werden können. Und dann eben zu begreifen, dass es eine Situation ist, die man am besten gemeinschaftlich zusammenlöst und nicht gegeneinander arbeitet. Und das ist leider das, was man hier im Augenblick erleben muss. Herr Englisch, wir machen ja eine Weihnachtssendung jetzt gerade. Wir sprechen also über Nächstenliebe. Es stehen riesige Klosteranlagen in Österreich leer. Es gibt immer irgendeinen Grund, das könnte irgendein Kunstwerk beschädigt werden, soll nicht, Gott bewahre, Sie verstehen. Oder Pfarrhöfe, die gar nicht mehr wirklich bewirtschaftet werden. Tut die Kirche genug oder predigt der Papst nur und sagt, das ist alles ganz schrecklich? Nein, der Papst hat ja erst mal gestoppt, dass die Orden ihre Klöster in Luxushotels umbauen dürfen. Das gibt es auf der ganzen Welt. Das war ein sehr gängiger, sehr das war ein sehr beliebtes Geschäft, dass die Orden da eingegangen sind. Das war ein Riesengebäude. Das war natürlich toll, weil viele Luxusketten das auch toll fanden. Das ist verboten, das geht nicht mehr. Die Orden dürfen das nicht mehr, weil der Papst das verboten hat. Und es gibt ganz konkret Auffangstationen in Kirchen. Also es gibt in Rom, wenn Sie mal durch Rom laufen, gibt es jede Menge Kirchen, wo die Pfarrer tagsüber, also es gibt eine direkt neben dem Pantheon, das ist nur ein paar Schritte mitten in der römischen Innenstadt, da sitzen die Leute, da wohnen Menschen in dieser Kirche. Die räumen am Sonntag da die Bänke wieder hin, aber den Rest der Woche sind die Leute, die dort essen, kochen, schlafen. Und ich meine, der Papst ist ja nach Lampedusa gefahren und ich war in Straßburg dabei, als der Papst sich vor das Europäische Parlament gesagt hat und genau das gesagt hat, Massengrab Mittelmeer. Das ist ja der springende Punkt und das ist natürlich auch ein Glücksfall, dass es gerade derzeit wirklich einen Papst gibt, der auf diesem Ohr sensibel ist, der weiß, was das ist, der sich mit Migration auskennt und der gesagt hat, von wegen, statt irgendwelche pompösen Reisen zu machen, fahren wir jetzt erstmal nach Lampedusa und sagen den Menschen, diese Menschen brauchen Hilfe. Mhm. Und es reicht einfach nicht, dass die Katholiken sich in die Kirche setzen und sagen, lieber Gott, mach mal. Die sollen anfassen. Und ich glaube, dass dieser Impuls ist auf jeden Fall da, dass es ganz viele gibt, die das ganz furchtbar finden und sagen, wir sollten lieber weiter in unseren schicken Kirchen sitzen und die Leute da draußen einfach ertrinken lassen. Das gibt es auch. Aber ich glaube, dieser Papst hat gesagt, Jungs, wenn ihr Christen sein wollt, gibt es keine Alternative dazu, zu sagen, zuzupacken, anzupacken. Um die Weihnachtsstimmung auf die Spitze zu treiben, holen wir jetzt noch den Andreas Salcher. Und dann reden wir gleich wieder im engeren Sinn über die Kirche, die uns heute irgendwie jahreszeitlich bedingt beschäftigt. Meine Damen und Herren, in meiner Kindheit war die Kirche sogar für ein Kind aus sozialdemokratischer Familie ein gewaltiger, auch ein traumatisierender Lebensbegleiter. Das ist heute eher unvorstellbar. Und in 20 Jahren wird sich die Kirche dann ein irrelevantes Minderheitenprogramm verordnet haben oder wird sie sich in einer zunehmend unmenschlichen Zeit als soziale und spirituelle Macht regeneriert haben? Diese Fragen haben sich Andreas Salcher und sein Co-Autor, der sprichwörtliche Hormonpapst Johannes Huber, gestellt. Ihr Buch Alles oder Nichts könnte man als Science Fiction bezeichnen. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Andreas Salcher. Herr Salcher, was halten Sie denn von den 10 Geboten? Naja, die sind einmal in Stein geschrieben worden und wenn wir alle ein bisschen mehr danach leben würden, dann wäre es schon okay. Ein paar Gebote hat ja angeblich Moses dann noch rausverhandelt, aber Ehebruch ist bekanntlich drinnen geblieben. Sie dürfen eine Eigenschaft an sich ändern. Welche wäre das denn? Meine Unachtsamkeit. Also ich bin ein Mensch, der sehr zielorientiert ist und wenn man auf ein Ziel losstürmt, dann geht es einem oft so wie dem Samariter, dass man dort vorbeistürmt, wo eigentlich man hinschauen sollte. Und mein spiritueller Mentor, der Benediktinerpater David Steindl Rast, der hat mich immer gelehrt, ins Hinschauen und nicht ins Wegschauen. Welches politische Angebot könnten Sie denn nicht ausschlagen? Für eine Woche lang Bildungsminister zu sein und alle Rechte zu haben, das umzusetzen, was ich gerne umsetzen möchte. Wir hören hier die Blätter am Dach. Welche Jahreszeit ist Ihnen denn die liebste?
Ja, eigentlich der Herbst. Na schau. Also die wirklich schönen Dinge in meinem Leben sind meistens im Herbst passiert. Mit welchen Menschen umgeben Sie sich denn gerne? Also ich habe viele meiner Freunde, mit denen bin ich seit 20, 30 Jahren befreundet. Freunde sind für mich etwas ungemein Wichtiges. Aber im Prinzip umgebe ich mich eigentlich schon eher immer mit Leuten, von denen ich was lernen kann, zu denen ich aufschauen kann, von denen ich etwas profitieren kann. Und auf der anderen Seite versuche ich dann natürlich auch anderen Menschen ein bisschen was weiterzugeben. Aber Freunde spielen in meinem Leben eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und ich mag Menschen, die sich selber wünschen. Ich mag Menschen, die sich an den Erfolgen, an meinen Erfolgen, und ich freue mich dann an ihren Erfolgen. Also Freunde sind eigentlich was ganz Entscheidendes. Dann haben wir lauter erfolgreiche Menschen jetzt hier in der Runde mit Ihnen. Dankeschön. Danke. Danke. Servus, schön, dass du da bist. Was trinkst du denn? Bitte sei nicht der einzige Rivellist, hoffentlich. Darf ich da doch einen Wein vielleicht auch? Gut, dann nehmen wir den Zweigelt, bitte. Ist schon gemacht. Ich schätze ja meine Gäste und will ihnen nichts Übles. Und darum versuche ich sie von diesem Geschlader abzubringen. Sag einmal, was bringt dich genau darauf, dass der Papst Franziskus bis zum 31.01.2019 im Amt bleiben wird? Woher weißt du, dass ein Amerikaner und ein Inder nachgefolgt sind? Hast du mit der Lotte Ingrisch telefoniert und die mit dem Himmelvater? Erzähl einmal. Naja, wir haben uns schon überlegt, ob wir eine Rückgabegarantie machen für das Buch, also wenn das nicht alles ganz genauso eintreffen sollte. Aber in Wirklichkeit ist es ein literarisches Stilmittel, das ich hier mit Johannes Huber, mit dem ich das Buch ja gemeinsam geschrieben habe, wir nennen das Science Faction und eben nicht Science Fiction. Unser Buch beruht auf 80 Gesprächen, die wir geführt haben. Und um es für den Leser leichter nachvollziehbar zu machen, wie so eine mögliche Zukunft der katholischen Kirche aussieht, haben wir uns eben dazu entschlossen, da einen ganz klaren Zeitplan zu entwickeln. Was jetzt die sozusagen kommenden Päpste betrifft, also erst einmal gehen wir davon aus, dass so hoffentlich Franziskus nicht umgebracht wird, wie sich das einige wünschen, dass auch er gesundheitlich zurücktreten wird, dass das eher die Regel werden wird, dass ein Papst nicht bis zur letzten Stunde durchleidet. Und wir glauben, es geht weniger darum, was jetzt für ein Landsmann kommt, sondern welcher Typus von Papst kommt. Bergoglio ist ja nicht gewählt worden, weil er Argentinier ist, sondern weil ein bestimmter Typus gewählt ist. Und was wir glauben, ist, dass Bergoglio jetzt eine Brücke ins 21. Jahrhundert baut, teilweise ja noch aus dem 19. Jahrhundert für die Kirche, dass er aber nicht der Papst sein wird, der diese Brücke wirklich beschreitet. Und deswegen glauben wir, dass der nächste Papst noch stärker ein Tuer sein wird. Die Welt wird nicht einfacher werden. Fundamentalismus und Aufklärung wird noch stärker aufeinander prallen. Und die Sache mit dem Inder, in 20 Jahren wird Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt sein. Und das wird dann einfach die ganze Welt nur mehr zu führen sein in einem Stil, dass alle wissen immer ein bisschen mehr als ein Einzelner. Es wird nicht mehr dieses Leadership-Denken sein. Es wird keinen absoluten Papst mehr geben, der die Unfehlbarkeit hat, sondern es wird einen Papst aus Indien, in einem Land, das ja selbst sehr von religiösen Konflikten seit Jahrhunderten Blut und Tod und so weiter beherrscht wird. Und wir glauben, dass es dann ein Papst aus Indien sein könnte, aus einer anderen Welt, der Versöhnung in seinem eigenen Land schon gezeigt hat, weil wir glauben, nach der Phase dieses Krieges, Aufklärung gegen Fundamentalismus, dass das ganz entscheidende Motiv für die Weltversöhnung sein wird. Ist das nachvollziehbar, Herr Englisch, für Sie? Oder ist es nicht genauso möglich, dass da in 20 Jahren ein paar schrullige Leute in einem riesigen Museum noch ein kleines Minderheitenprogramm verwalten? Dazu ist die Kirche noch viel zu groß. Also es gibt ja immer noch über 1 Milliarde Mitglieder und davon sind immer noch, und in einigen Teilen der Welt wächst die Kirche sehr schnell. Ich glaube was ganz anderes. Ich glaube, dass die Veränderung der Welt dazu führen wird, dass es eine Rückbesinnung in vielen Ländern, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, auf das gibt, was Europa ausmacht. Weil Lissabon und Budapest verbindet eigentlich nur eines, das ist ihre christliche Wurzel. Und ich glaube, in einer Welt, in der der Islam so stark ist, eine so dynamische Religion, also die Welt
das Weltbild immer stärker prägen wird, die Städte prägen wird, Europa prägen wird, Deutschland, Österreich prägen wird, mit dem Bau von Moscheen, Leuten, die in Koranschulen gehen. Ich glaube, dass es eine Gegentendenz geben wird, dass man sagen wird, worauf bauen wir eigentlich noch auf? Und ich glaube, deswegen ist dieser Weg, den Franziskus gerade geht, zu sagen, wenn wir uns an die eigene Nase fassen und sagen, wir haben viel Mist gebaut und wir müssen jetzt glaubwürdig sein, das heißt, wir müssen auch ärmer sein, ich glaube, dann haben die eine Chance auf ein ganz großes Comeback. Naja, mir hat seinerzeit der legendäre Bischof Krenn, den ich sehr gemocht habe, weil er ein grundböser Mensch war, aber eine tolle, authentische Figur, gesagt, dem Islam geht es deswegen so großartig, weil er Gesetze aufstellt. Weil er nicht, überhaupt nicht liberal ist, sondern wenn da einer, und da haben die Augen geglitzert, das Krenn, weil wenn da einer nicht spurt, dann ist die Hand weg, mit Verlaub gesagt. So hat es Kurt Krenn formuliert. Wenn die Kirche sich aber immer mehr öffnet, immer amorpher wird, ihre Gesetze, ihre schweren Dogmen langsam aufgibt, wird sie dann nicht zu einem machtlosen, kraftlosen Gebilde? Nämlich wundert ja überhaupt nicht, dass Bischof Krenn so sehr den fundamentalistischen Islam bewundert hat, weil das ist genau die Position, die die katholische Kirche ja vor ein paar Jahrhunderten noch hatte, wo sie auch noch die Macht hatte, Menschen zu verbrennen, Menschen zu verurteilen, Menschen, die Recht gehabt haben, wie Galileo Galilei, zu sagen, du hast aber Unrecht und wenn du das nicht zugibst, dann sperren wir dich ein. Und daher glaube ich nicht, dass die große Auseinandersetzung Christentum gegen Islam, sondern eben Fundamentalismus gegen Aufklärung sein wird. Und auch im Islam, und das ist eine Grundthese unseres Buchs, womit wir uns gegen viele Islamforscher stellen, unsere Grundthese ist, dass der Fundamentalismus zwar, der ist ja nur deshalb so aggressiv und blutig, weil er weiß, dass es langfristig für ihn schwieriger wird, weil es drei Todfeinde des Fundamentalismus, vor allem des Islamischen, gibt. Das ist erstens die technologische Revolution, auch wenn der arabische Frühling nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das gewünscht haben, war es doch so, dass die Leute Nachrichten aus der ganzen Welt bis ins letzte Dorf sehen können. Das zweite ist die Landflucht, die Welt verstädtert immer mehr. Und wenn die Menschen aus ihren kleinen Dörfern, aus ihren archaischen, patriarchalischen Strukturen, wo ja auch die katholische Kirche viele Jahrhunderte bestens funktioniert hat, dann in die Städte kommt, dann verändert das die Menschen. Aber der Todfeind des Fundamentalismus, das ist die Bildung, und zwar vor allem die Bildung für die Frauen. Es hat gute Gründe, warum die Taliban kleinen Mädchen in den Kopf schießen. Weil sie ganz genau wissen, wenn die einmal lesen lernen, dann werden sie das ihren Kindern weitergeben. Dann werden sie nicht nur den Koran, sondern auch andere Bücher lesen. Dann werden sie auch kritische und verbotene Bücher lesen. Und daher glauben wir, dass diese drei Kräfte nicht isoliert wirken, sondern gemeinsam, und das auf eine Perspektive von 20 Jahren, über die wir schreiben, der Fundamentalismus, auch der christliche Fundamentalismus, an seinen Wurzeln erkranken wird. Etwas, was diese These unterstützt, auch wenn wir es nicht immer glauben, wenn wir manchmal ins Fernsehen schauen, natürlich nicht in Österreich 3, wo nur intelligente Sendungen gezeigt werden, aber wir Menschen werden intelligenter, auch wenn wir es nicht merken. Johannes Huber hat es geschrieben, das menschliche Gehirn wächst von Generation zu Generation. Und wenn wir 100 Jahre zurückschauen, müssen wir heute sagen, die Welt ist weniger blutig, es gibt weniger Kriege, es gibt mehr Wohlstand. Und wir sind der Überzeugung, dass sich das langfristig trotz aller Rückschläge durchsetzen wird. Darf ich noch fragen, wie es mit dem Zölibat weitergeht? Würde ich gerne alle fragen. Also ich habe mit einem Jesuitenpater aus Südafrika sehr offen gesprochen und habe gesagt, ich höre da in Südamerika, da haben fast oder sehr viele Priester eine Frau, die haben auch Kinder, der Bischof weiß das und seine Gemeinde weiß das. Und der hat zu meiner großen Überraschung gesagt, ja, das ist so. Und wenn das ein guter Pfarrer ist, dann kriegt er noch ein bisschen mehr Geld vom Bischof. Das Problem für die Kirche ist nur, hier in Europa, ich hätte dicke Bücher schreiben können, also nur wenn ich im Radius vom Stephansdom 10 Kilometer gehe, weiß man, wie viele Priester es gibt, die in Partnerschaften leben. Das Problem für die Kirche im Medienzeitalter beim Zölibat ist meiner Meinung nach nur, erstens, es gibt viele Menschen, die durchaus bereit wären, vielleicht Priester zu werden, die sagen, ich verzichte aber nicht ganz auf die Familie, aber das noch viel Schlimmere ist ja diese Doppelmoral. Eine Kirche kann nicht Ansprüche stellen und zu sagen, Zölibat,
wir akzeptieren auch, dass du mit einer Frau zusammenlebst und Kinder hast. Nur eines darfst du nicht. Du darfst dich nie dazu bekennen. Ja? Mhm. Dann kriegst du ein Problem. Oder jetzt bei der Homosexualität mit diesem Priester, der sich da geoutet hat, taktisch geschickt, unmittelbar vor Beginn der Familiensynode. Das haben eh alle gewusst. Sie werden das ohnehin auch wissen. Das haben dort ohnehin alle gewusst, dass das so ist. Die sind doch gemeinsam aufgetreten dort als Paar. Das ist alles nicht das Problem gewesen. Aber in dem Augenblick, wo du es öffentlich machst, mhm, dann muss die Kirche reagieren. Ich habe fast keinen Gesprächspartner getroffen, der nicht gesagt hat, dass der Zölibat in 10 Jahren eine Wahlmöglichkeit sein wird. Während zum Beispiel bei den weiblichen Priestern habe ich leider Gottes fast keinen Gesprächspartner, auch von den aufgeklärten, fortschrittlichen gefunden, der gesagt hat, in 10 Jahren wird es weibliche Priester geben. Ich glaube auch nicht, dass es in absehbarer Zeit kommt. Aber ich glaube, dass sich die katholische Kirche in nicht weiter Ferne wird fragen lassen, die Kernbotschaft des Jesus von Nazareth ist, ich bin auferstanden. Und diese Kernbotschaft vertraut Jesus von Nazareth als erstes nicht einem Mann an, genau, sondern einer Frau. Und ich glaube, dass sie sich irgendwann damit mal auseinandersetzen müssen, dass der Auftrag geht hinaus in alle Welt und verkündet mein Wort. Der erste Auftrag geht an 2 Frauen und nicht an Petrus und nicht an Paulus, der war gar nicht, noch nicht einmal in der Nähe. Deswegen, an welche Damen bitte? Maria, die Maria von Magdala und die andere Maria, die am Grab waren, die gesehen haben, dass das Grab leer ist. Die ersten Menschen, die erfahren, dass Jesus auferstanden ist, sind Frauen. Und das Zweite, was ich sagen wollte, Zölibat, das steht ganz klar, Korintherbrief, da wird Paulus gefragt, was ist denn jetzt, dürfen wir mit den Mädels, dürfen wir nicht mit den Mädels? Antwort, was die Ehelosigkeit angeht, habe ich keine Weisung vom Herrn. Also im Evangelium steht ganz klar drin, ob heiraten oder nicht, ist kein Thema. Das ist möglich. Die Frage ist nur, es hat den Evangelien auch nichts gebracht. Und es hat den Orthodoxen auch nichts gebracht. Ich glaube, dass der Kern der Reform einer Kirche ganz so anders ansetzen muss. Es muss wieder damit ansetzen, dass die Menschen diese Botschaft des Jesus von Nazareth, selig sind die, die barmherzig sind, selig sind die, die Frieden stiften, dass die das wieder kapieren und internalisieren. Weil irgendwie wissen wir das alle. Wir alle wissen, dass die selig sind, die barmherzig sind und nicht die nur an sich selber denken. Und ich glaube, wenn diese Botschaft, und das versucht der Papst ja nur mit allen Mitteln, wenn diese Botschaft wieder kommt, dann hat die Kirche auch eine Chance, wieder aus den Menschen heraus zu sprechen. Ich war heuer, Papst Franziskus war in Lateinamerika, unter anderem in Bolivien, und habe dort in Santa Cruz gehört, wie er zu den Volksbewegungen gesprochen hat, also Basisgruppen aus der ganzen Welt. Wie der Vatikansprecher sagte, keine christlichen, sondern eher linksgerichtete. Und der hat dort im wahrsten und im besten Sinn des Wortes eine Brandrede gehalten, die ist wirklich zukunftsweisend, die könnte zukunftsweisend für die Welt sein. Die empfehle ich auch jedem, sie zu lesen, wie er einfach eben diese Gegensätze aufbrechen will zwischen Arm und Reich, wie er eine gewisse Form der Wirtschaft eben an den Pranger stellt, nämlich diesen ganz wild gewordenen Kapitalismus, wie er eintritt für soziale Gerechtigkeit, wie er den Menschen als Menschen auffordert, seine Rechte einzufordern, wie er für Umweltschutz eintritt. Das war unglaublich spannend. Wie gesagt, da waren Menschen aus vielen, vielen Ländern in dieser Halle, wo es zugegangen ist, wie auf einem Volksfest. Und neben mir standen junge Brasilianer, die dann sich umgedreht haben, Studenten aus Rio, von der Universität, und die dann gesagt haben, wow, wir haben geglaubt, wir sind links, aber der ist ja viel linker als wir. Ja. Und wenn er das durchhält, dann glaube ich, kann ein Mann wie Franziskus nicht nur in der Kirche, sondern wirklich in den Gesellschaften etwas bewirken. Was soll ich da noch sagen? Unser Wort in Gottes Ohr. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch ein paar weihnachtliche Empfehlungen zum Schenken und auch zum Selbstbeschenken für Sie vorbereitet. 5 Kopeken. Sarah Stricker. Erschienen bei BTB. Zu haben um 11,30 Euro. Die Mutter war kühl und distanziert. Eine Streberin, eine Macherin. Am Ende ihres Lebens stellt sich heraus, es war alles anders. Eine furios erzählte westdeutsche Familiengeschichte und das Protokoll einer Amour-Fou. Das Grün in Doras Augen. Elisabeth Schmidauer. Erschienen bei Picus. Zu haben um 19,90 Euro. Leni ist 10, als sie ins Internat kommt. Dort ist auch Dora, die Wilde, die Rebellische. Leni verliebt sich und stürzt damit in ein ungeahntes Gefühlschaos, an dem sie beinahe zerbricht. Mehr als 20 Jahre später, Leni, sie ist verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder, ruft ein zufälliges Treffen mit Dora in ihr nicht nur die Wucht der einstigen Gefühle wieder hervor, sondern konfrontiert sie auch mit der Frage, ob sie eine Lüge lebt.
Jamies Superfood für jeden Tag. Jamie Oliver. Erschienen bei Dorling Kindersley. Zu haben um 25,70 Euro. Gerade nach Weihnachten will jeder wieder ein paar Kilo loswerden. Jamie Oliver hat über 90 originelle Rezepte für Frühstück, Mittag und Abendessen entwickelt, die alle einem ernährungswissenschaftlichen Konzept folgen. Vom Protein-Porridge mit Haferflocken, Samen, Nüssen und Quinoa bis zur Kürbislasagne mit Spinat, Hüttenkäse und Samen. Herausgekommen sind alltagstaugliche Gerichte, die kalorienarm, reich an Nährstoffen und voller Aroma sind. Superfood eben, für ganz viel Genuss und wenig Reue. Tiger Team, die Geisterfälle. Thomas Breziner. Erschienen bei Schneiderbuch. Zu haben um 12,99 Euro. Dem Tiger Team stehen die Haare zu Berge. In einem Spukhaus treibt ein böser Hexenmeister sein Unwesen. Im Wald treffen sie auf eine unheimliche weiße Frau. Und in der Schule wird Biggie von einer gruseligen Gespensterstimme fast zu Tode erschreckt. Zum Glück hat das Tiger Team mehr Mut als 100 Geister zusammen. Tiptoe, die Welt der Musik und Star Wars. Erschienen bei Ravensburger. Zu haben ab 12,99 Euro. Mit dem Tiptoe-Buch Die Welt der Musik entdecken ihre Kinder Lieder, Geräusche, Sachtexte und Geschichten zu den verschiedenen Instrumenten und gewinnen einen ersten Einblick in Noten und Tonleitern. Im Star Wars-Buch finden kleine Jedi-Ritter allerlei Infos zu Luke Skywalker, Prinzessin Leia oder Yoda. Originalstimmen, Geräusche und Bilder aus den Filmen lassen die Kinder in die galaktische Welt von Star Wars eintauchen. Tiptoe-Bücher bieten spannende Inhalte und viele Entdeckungsmöglichkeiten. Der interaktive Tiptoe-Stift mit integriertem Player kann nun auch Lieder und spannende Hörbücher abspielen. Tiptoe-Bücher begeistern selbst die faulsten Leser. Damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Oscar Wilde war ein Dichter weltliterarischen Formats, ein Dandy von höchster Exzentrizität, bis in das viktorianische England wegen Homosexualität eingesperrt hat. Dort entstand die Ballade vom Zuchthaus zu Reading und das nicht minder bewegende De Profundis. Beide sind in einem Band bei Diogenes erschienen und den empfehle ich Ihnen sehr. Zu Wilde auch meine Quizfrage. Seine berühmteste Erzählung handelt von einem jungen Mann von Welt, an dessen Stelle sein Porträt altert. Wie heißt der junge Herr? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Herrn Englisch gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Dankeschön, wunderbar war's. Danke. Danke sehr, sehr Ende, gell? Herrlich. Ja, wir müssen noch fotografieren lassen. Wenn sich der Franziskus so nimmt, jetzt geht das wieder langsam wieder beitreten. Das zahlt sich nicht mehr aus. Na, du, gerade am Ende zahlt es sich aus. Zum Schluss.